Neben mir steht Markus Benzmann. Der hat in den vergangenen Monaten einen interessanten Korruptionsfall in Russland recherchiert, der auch bis nach Deutschland reicht. Es geht darum, dass der amerikanische Computerkonzern Hewlett und Packard einen Auftrag erhalten hat, die Generalstaatsanwaltschaft mit Computer auszustatten und dafür aber sehr viel Schmiergeld bezahlt hat. Markus, warum hat Hewlett Packard in Russland so viel Schmiergeld bezahlt? Ja, dieser Deal mit der Generalstaatsanwalt der Russischen Föderation war eine Art goldener Schlüssel, um im Grunde genommen auch zu den anderen im Ministerien Zugang zu haben und denen also ein Informationsnetzwerk mit Hardware und Software zu verkaufen. Und das sollte im Grunde genommen die Gewinnchancen von Hewlett-Packard Russland immens erhöhen. Und das war eben der Sinn, warum der amerikanische Computerhersteller so hinter dem Geschäft her war. Also das heißt, die haben die Computer überteuert verkauft und haben sozusagen aus dem sehr erhöhten Preis dann Möglichkeiten gehabt, Schmiergeld zu bezahlen. Naja, sie haben also ein ganzes System aufgebaut nach Erkenntnissen der Dresdner Staatsanwälte und auch später von einem amerikanischen Gericht bestätigt, wurde eine regelrechte schwarze Kasse gebildet. Und zwar wurden Waren überteuert verkauft und dann verkauft, sodass eben das Geld da war, was dann an die russischen Beamten ging. Und wer hat dieses Schmiergeld eigentlich genau bekommen? Ja, also es haben russische Staatsbeamte verschiedene Ministerien, aber was besonders auffällig ist, ein Drittel des Schwarzgeldes von mindestens 7,6 Millionen Euro ging an Mitarbeiter des FSB, also des russischen Geheimdienstes und der Generalstaatsanwalt. So ist die Erkenntnis der Dresdner Staatsanwälte. Die in dem Fall ermittelt haben. Ja. Jetzt habt ihr ja auch herausgefunden, dass Präsident Putin in dem Fall eine Rolle spielt. Wie ist der da rein verstrickt? Ja, der hat eben als Ministerpräsident 1999 die Verordnung geschrieben, die dieses Geschäft überhaupt erst möglich gemacht hat. Nämlich, er hatte als sinnvoll erachtet, über 30 Millionen US-Dollar aufzunehmen, um eben dieses System zu kaufen. Und daraus entwickelte sich dann eben das Geschäft mit Hewlett Packard und dieses immense Schmiergeldzahlung. Und was eben spannend ist, 1999 ist ein zentrales Jahr. Putin übernimmt im Grunde genommen die Macht in Russland von Jelzin. Und Jelzin wird ja immer kritisiert, korrupt, Chaos. Aber was eben unter Jelzin war, es war noch was wie Gewaltenteilung da. Also es gab noch eine unabhängige Staatsanwaltschaft, die es danach dann nicht mehr Ja, also so gerade in dem gab, Moment, ja. das war ja auch der Grund für den Aufstieg von Putin. Ja. Boris Jelzin stand unter immensem Druck des Generalstaatsanwalts, dem damaligen Juris Kuratow, der ermittelte mithilfe von der Schweizer Staatsanwalt gegen die Familie. Und der Jetzt. sollte eben gekappt werden. Und da hat eben Putin auch als mitgespielt und das im Grunde genommen eher ermöglicht hat, ein Geschäft, was eben Gelder in die Staatsanwaltschaft und den russischen Geheimdienst bringt, also in die zwei Säulen, die Putins Macht trägt. Das macht diesen Fall so bekannt. Es ist also ein Fall, der einerseits kompliziert ist, andererseits sehr viel aussagt über die Veränderungen in Russland unter Putin. Und wer das alles wirklich ausführlich nachlesen will, unter www.korrektiv.org/Putin.